Willkommen zurück bei Elite Dangerous. Weiter geht's. Wir brauchen noch weitere 6 Piraten, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Beim letzten Mal, da haben wir einen erwischt. Der hatte auch ein bisschen Kopfgeld dabei. Allerdings haben wir mehr verballert und verbraten, als wir gut gemacht haben. Und wir fliegen hier einfach mal im System weiter rum Richtung Tito Orbital. Und schauen uns die Sache mal dort vor Ort an, wie es da aussieht. Vielleicht gibt es da ein paar mehr Piraten. Hier hatten wir jetzt nicht so viel Glück. Nur einer war dabei. So, erstmal hier sicher rauskommen. Oh, 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 oh. Da geht schon los. Uiuiui, ist mächtig Betrieb. So, nichts wie los. Auch geil, geil, wie es hier so den Rauch hinter den Raumschiffen hinterherzieht. Das sieht auch super aus. Können wir? Na komm schon, wir müssen noch ein paar Meter weg. Irgendwas verhindert hier den Sprung. Jetzt geht's. So, 6 Piraten. Eigentlich möchte ich die jetzt schon noch gern machen in der Folge, dass sich das nicht immer so ewig zieht. Okay, müssen wir wieder ein bisschen auf die Signalquellen achten, ob wir da was finden. Gibt es auch ein paar Cluster zum Minen, also zum Abbau der Asteroiden. Oh, hier ist gleich eine ganz in der Nähe. Hier am Mond. Also das meiste, was ich mal an Piraten auf einem Mal gefunden habe, das waren 3 Stück in einer Signalquelle. Mehr bisher leider noch nicht. Wobei es dann auch echt mies sein kann irgendwann, wenn die zusammengehören. Oh, hier haben wir ein paar. Wenn das hier nicht eine Gruppe ist, dann könnte es vielleicht klappen mit dem... Oh, wir werden auch gescannt. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass hier jemand... vielleicht gesucht wird. Auch sauber. Die hier oben, die beiden. Brackwell Neuling wird gescannt. Gesucht. So, Raketen ausfahren, Energie umlagern und dann geht's los. Okay, was macht die Splitterkanone? Ach, die feuert wie so eine Schrot oder was? Das ist ja geil. Okay, der wäre schon mal tot. Geile Sache. Oh, da wird uns noch einer rot angezeigt. Der hier. Eine Eagle. Uiuiui, mit der hatten wir beim vorletzten Mal richtig Probleme. Auch gesucht. Oh, die Splitterkanone macht keinen schlechten, muss ich sagen. Yeah, baby. Muha. Hoffentlich zählen die auch zu Piraten dazu. Haben wir hier noch ein paar? Ne, das war das Krüppchen, das war okay. Hier oben sind noch 2, die vielleicht noch Dreck am Stecken haben. Gucken wir mal rein, eine Igel. Yeah! Geil, wird auch gesucht. Da nichts wie hin. Ah, scheiße, ich glaube, die versuchen gerade zu fliehen. Ah ne, die kämpfen da gegeneinander. Müssen allerdings noch ein bisschen näher ran, bevor ich hier losfeuern kann. Komm schon, jetzt... Die ist schon tot. Target destroyed. Geil. Geil. 3 Stück abgeballert. Hier ist noch einer, den würde ich gerne scannen. Die haben ja gerade gegeneinander gekämpft. Könnte sein, dass der Oh, das ist ein Transporter. Der ist wahrscheinlich sauber. Ja. Cool. Ja, das waren noch alles Piraten. Sauber, sauber, sauber. Heute wird ein sauberer Tag. Ach ne, wir kommen ja vom Lamaring. Wir wollten ja den Tito Orbital. Okay, leite ich mal kurz die Energie um und die Feuergruppen wollte ich nochmal ändern. Dass wir das mit zur Feuergruppe 1 machen. Weiß jetzt nicht, wie teuer die Munition für die Splitterkanone ist. Allerdings scheint die mir wirklich ordentlich Schaden gemacht zu haben.
Und Kopfgeld gab es jetzt auch ganz gut dazu, also war gar nicht so verkehrt. Kommt her, ihr Schweine. Ja, hier sind die nächsten. Hier oben. Vielleicht ist das ja hier gerade so eine kleine Location rund um den Mond, dass wir da, dass sich da ein paar von denen aufhalten. Dass hier so eine kleine Piratengegend ist, aber schauen wir erstmal. Das da oben. Ne, den hier möchte ich gerne. Eine Cobra MK3. Gesucht, das dachte ich mir. Ich habe schon mal die Energie umgeleitet, fahre jetzt die Waffen aus. Und jetzt kriegt er gleich richtig ein paar von Latz. Komm schon, ja. Jetzt sind die Schilder offline und jetzt... Ich glaube, die Splitterkanone muss ein bisschen weiter vors Ziel zielen. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir werden noch von der anderen Stelle befeuert. So eine Splitterkanone. Ah, verdammt. Ah, da hinten. Wir nehmen aber erstmal die Cobra weiter auseinander. Scheiße. Das war jetzt ein bisschen blöd geflogen. Schon. Ah, das hat jetzt natürlich mit der Splitterkanone gerade nicht geklappt. Jetzt, komm schon. Nein, jetzt sind die Schilde wieder online. Verdammter Mist. Komm, 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 komm. Ja, du Bastard. Du gesuchter, böser, böser Verbrecher. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ja! Down, Baby! Wuhu! Fuck! 12.000 Credits! Den haben wir hier noch? Noch eine Igel? Hat die vielleicht Dreck am Stecken? Ich bin gerade richtig in Kampflaune. Die sauber? Hier wurde vorhin noch ein zweiter angezeigt, der ist mittlerweile auch ab... Oh, oh, oh! Oh, jetzt hätte ich fast geschossen. Puh, Glück gehabt, eine Anaconda. Okay, die restlichen drei sind sauber. War das auch wieder einer? Ja. Was? Aufgabebelohnung 2000 Credits? Ziemlich verarschen. Da stand vorhin 20.000. Ist egal, wir haben jetzt die 20.000 schon durch die Kopfgelder rein. Wie viel brauchen wir noch? 5 haben wir, 2 brauchen wir noch. Mal kurz was probieren, ja. Okay, gut, ich hatte das letztens noch auf die linke Maustaste gelegt. Wenn ich die drücke, dann öffnen sich auch schon die, die Klappen für die Waffen. Okay, erstmal wieder Richtung Ziel und dann geht's weiter mit der Verbrecherjagd. Oh je, das klappt echt super. Die Cobra hat eine Menge Kopfgeld drauf, das finde ich klasse. Haben wir zumindest die Munition wieder rein. Kann ich denn eigentlich irgendwo einsehen? Schauen wir gleich mal, wie viel Munition noch dabei ich noch dabei habe. Steht das hier irgendwo? Nö. Jetzt kostet schon 18.000. Wenn wir die Cobra zurückholen wollen, falls wir mal drauf gehen. Gehen jetzt einfach mal die Viper. Sauber. Okay, weiter Richtung Tito Orbital. Wenn sich doch noch zwei finden lassen, die sich abschießen lassen möchten. Vielleicht schon hier in der nächsten unidentifizierten Signalquelle. Oh, 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 oh. Dafür bin ich jetzt allerdings wahrscheinlich zu schnell.
Oder? Ja. Die kam zu kurzfristig auf. Nehmen wir die hier hinten. Fliegen wir zu der. Ist ja auch kein Beinbruch. Wenn wir einfach die nächstbessere nehmen. Und rein mit uns. Drückt mal die Daumen, dass wir hier vielleicht auch noch. Ach so, nee, schade, das ist wieder so eine Gruppe. Die sind wahrscheinlich auch alle sauber. Sieht schon ein bisschen beeindruckend aus, oder? Wenn man da so mitfliegt mit dem Grüppchen. Naja, gut. Ich gebe mal kurz ein bisschen was auf den Antrieb von der Energie. Sonst kommen wir hier ewig nicht weg. Weil die 5, 6 Raumschiffe natürlich eine ganz schöne Masse mitbringen und uns das Abhauen erschweren. Jetzt geht's. Oh, Hitze bei 100%. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube auch, wenn man eine Laserwaffe verbaut hat, steigt dadurch auch die Hitze des Raumschiffs. Und da ist die nächste. Musste ich kurz ein bisschen abbremsen. Jetzt kommen wir gut rein. 7 Sekunden. Perfekt. Ich trinke mal noch kurz einen Schluck. Kleinen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Schlückchen Wasser für zwischendurch muss immer mal sein. Ganz wichtig, trinkt genügend. So, kommt her, 2 Piraten noch. Es läuft so gut gerade in der Folge. Ich hoffe, das bleibt so. Oh, hier, jetzt tauchen ja noch viele andere dazu auf. Das ist ja ein tolles System. Gefällt mir bisher. Ach, scheiße. Da liegt bloß Ware rum. Können wir mal schauen, was das ist. Wenn es Gold ist, nehme ich es mit. Wenn nicht, dann halt nicht. Irgendwelche Technologien. Nö. Will ich nicht. Weiter. Ab zur nächsten. Ich verstehe halt nur gerade nicht, warum hier drüben nur noch eine Aufgabenbelohnung von 2000 da steht. Die verrechnen mir das doch nicht aber mit dem Kopfgeld, oder? Ich hoffe, das ist nur ein Anzeigefehler. Und das haut alles so hin, dass wir die richtige Belohnung für die Aufgabe kriegen, plus die Kopfgelder. Denn sowas bei dem ersten Piratenauftrag, den wir mal gemacht haben, auch. Ich würde am liebsten hier in das Raumschiff auch nochmal so einen Abbaulaser und so eine gute Raffinerie bauen, aber dafür brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Geld. Denn die guten Raffinerien, die kosten auch einiges. So, naja, ich hätte am liebsten dann echt eine mit 3 Schotten oder 2, ja, 3 am liebsten. Mit 3 Raffineriebehälter, da macht das dann noch deutlich mehr Spaß und man kommt dann nochmal schneller zu Geld. Davon abgesehen, dass der Frachtraum hier nochmal viel größer ist als vom alten Sidewinder. Da hatten wir maximal 8 oder 10, hatte ich dann mal ausgebaut. Ich glaube 8. Und hier sind es ja jetzt schon 24. So, kommt her als ihr letzten 2 Piraten. Wieder nur einer. Vielleicht haben wir ja Glück.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nicht bei einem Frachter. Der ist natürlich sauber. Wir fliegen mal wieder zurück zum Lamari. Wo haben wir die Aufgabe eigentlich herbekommen? Ah, okay. Gleich nochmal nachschauen. Das System hier, das muss ich mir mal merken. Ach so, steht wahrscheinlich nachher wieder da, wenn wir die geschafft haben. Fliegen nochmal zum Lamaring zurück. Da hat es ja deutlich besser geklappt. Und vielleicht finden wir da... Oh, 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 oh. Fast deutlich zu schnell. Vielleicht finden wir da bei dem Lamaring nochmal an dem Mond ein paar Piraten. Das hat ja vorhin super geklappt, als wir gleich die 3 oder 4 auf einmal hatten. Echt schade, dass man nicht grob sieht, was sich ungefähr da drin verdeckt in der unidentifizierten Signalquelle. Es gibt ja auch normale Signalquellen, aber da steht, glaube ich, auch nicht genau da, was es damit auf sich hat. Naja, schauen wir uns mal um. 2 fehlen noch. Oh, oh, hier finden wir ein paar. Unbekannt. 4 Schiffe sind sogar. Da haben wir noch einen. Ein Cobra wieder. Der wird gesucht und der hier, die Viper. Okay, dann nehmen wir uns die Cobra vor. Waffensysteme ausgefahren. Oh, die verschwindet gerade. Ich hoffe, die haut nicht ab. Ne, die hat nur gedreht. Die kommt jetzt wieder zurück. Langsam ran. Na komm schon. Die bekämpfen sich da hinten alle beide. Möchte jetzt nicht unbedingt losschießen, weil da der andere in der Nähe ist. Dass wir den noch irgendwie dummerweise erwischen. So. Jetzt aber. So, die Cobra braucht keine Schilde mehr. Ja, wir werden natürlich auch schön attackiert. Oh ja, die frisst gut Staub. Komm schon, bricht zusammen. Splitterkanone außer Reichweite? Hä? Wieso denn das? Geht die nicht, wenn die zu nah dran ist, oder was? Komm schon. Ja, geile Sache. Nochmal 7000. Da hier wird uns auch rot angezeigt. Der ist allerdings sauber. Da habe ich den wahrscheinlich vorhin mit erwischt. Da müssen wir wahrscheinlich dann auch für uns Kopfgeld zahlen, weil wir den angegriffen haben. Ich lasse den jetzt in Ruhe. Den töte ich jetzt nicht. Ist ja kein Pirat. Der hier hinten vielleicht noch. Oh, da ist noch eine Cobra. Ja, auch gesucht. Wieso steht denn da, dass die Splitterkanone außer Reichweite ist? Finde ich jetzt nicht nett. Oder hat die einfach bloß keine Munition mehr? Aber ich glaube, das würde anders angezeigt dann. Naja, die Cobra noch. Das ist immer wie Musik in meinen Ohren. Target Shields offline.
komm schon. Fall endlich in dich zusammen. 7% noch, 6% noch, 5% noch. Scheiße, jetzt hat die wieder Schild bekommen. Fuck, das darf doch nicht wahr sein. Allerdings nicht komplett. Nur ein Strich voll. Komm schon. Ja, komm schon, 1% noch. Nachladen. Yeah. Explodier. Yeah. Target destroyed. Ich denke, das war's. Das waren keine Piraten. Schade. Dann war's das doch nicht. Oh, hinter uns befinden sich gerade viele neue Ziele. Das scannen wir doch hier direkt nochmal durch. Oh, die scheinen weit weg zu sein. Ach so, nee, okay, weil die mir gerade auch gelb angezeigt wurden, da dachte ich, das wäre nochmal ein Raumschiff. Aber das war bloß die Frachtbehälter, die vorhin die erste Kobra abgeworfen hatte. Und das hier oben müsste, glaube ich, die Eagle sein, die aber sauber ist. Die Viper, genau, die ist jetzt auch fort, ist egal. Okay, wir müssen nämlich hier auch wieder raus. Hat aber gut geklappt mit den beiden Cobras. Na gut, in der nächsten Episode machen wir dann die Aufgabe zu Ende. Die Folge ist hier jetzt leider schon wieder vorbei. Ich muss kurz unterbrechen und beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Zusehen, ciao!